So, ab jetzt wird's tierisch. Was zählen wir? 3? Ja. Und was zählen wir da? Für die Statistik 3 Rehe oder Hirsche. Ja, was stand schon in der Bibel? Der erste Bison ist immer der interessanteste. Der erste wird nicht der letzte bleiben, aber... Der erste Kuhfladen ist ebenfalls der interessanteste. Ja, genau. Die Trompeterschwäne, die kann ich nicht zählen. Aber die tummeln sich ja überall. Ich habe mal 10 beigespielt. Er will, glaube ich, seine Ruhe haben heute. Er spiegelt sich aber schön im Wasser, ne? Ja, soweit zum Thema unser erster Bison. Ja, nach dem ersten Bison kommt natürlich irgendwann auch der zweite Bison. Oder am besten gleich eine ganze Herde. Ja. Aber die sind doch alle mal hier gewesen, ne? Ja. Genau. Wie malerisch. Ah, da sind ja ganz viele Junge bei. Liegen ist doof, ja. Eigentlich wäre es besser, wenn da ein bisschen Action wäre. Ja. Aber so wirklich Action ist er nicht. So schnell geht das, da werden die Büffel schon nie als nicht mehr so wichtig erachtet. Doch. Doch. Hallo. Oh, guck uns mal an. Motor 5. It is between 5 and 10, I would say. Guck dir an, Kerl. Lass dich mal einmal ein bisschen an der Straße blicken, schon. Sind die ganzen Touristen hier. Und ein hübscher Bär. So, nach ein paar Tieren kommen jetzt die ersten Blubberwässer. Erstmal nur ein paar Meter zu gehen und dann schauen wir mal, was hier so blubbert. Da hinten kommt es raus. Hier darf man nicht baden. Das könnte sein, dass das sehr heiß ist, Ulrike. Also nicht nur Badetemperatur, sondern ein bisschen heißer als Badetemperatur. Jo, es kommt schön warm, du Meike. Ja. Hey! Ja, hallo. Ich bitte mal eben kurz um eine gesteigerte Blubberität. Boah, ist das warm. Schön. Hat eine Waschküche hier, ne? Ja, das ist kurz was zum Thema. So einen möchte ich im Garten haben. Ja. So was wäre doch schön, ne? Ja. Braucht man nicht sauber halten, der säubert sich von selber. Oder hier der kleine Text auch. Wir wollen ja mal nicht so sein. Sehr sauberes Wasser, ne? Ja, guck mal, wie tief der ist. Der ist so ja klasse, ne? Ja. Geh mal mit, Volker. Ja, meinst du, den schippen sie? Ja, ich weiß. Nach Dale? Ja, die schippen doch alles, oder? Guck mal, wie schön der blubbert. Ha? Klasse. Eigentlich ja nicht klasse, ne? Wenn man ja bedenkt, wo der Blubbern herkommt, auf welchem Vulkan man hier steht.
Da wirst du gleich so ein bisschen ängstlich. Macht mir schon ein bisschen Angst, ja. Da ist es bei uns im Garten doch sicherer, ne? Komm, der kann auch abstürzen wegen der ganzen Bergwerke da drunter. Da ist er auch wieder recht. Aber schon interessant. Doch, das ist mal ein Pool, Volker. Der ist besser als der da vorne. Der ist schön klar, der ist schön tief. Ach, mein Pool ist jetzt dein Pool. Das ist meiner. Okay. Du wolltest doch den großen. Ach so, ja. Ja, nimm ihn doch. Puh. Damit man keine Langeweile hat, ist hier immer für Abwechslung gesorgt. Nach den Tieren und dem Pool kommt ein Wasserfall. Das hätten wir vor dem Bär machen sollen. Ja. Ja, Wasserfälle. Mal schauen, was als nächstes kommt. Ein Friseur vielleicht. Wie bitte? Ein Friseur vielleicht. Ja, der ist nicht mehr weit weg. Ich rieche ihn schon sozusagen. Ja. Besonders schön sieht so ein Wasserfall natürlich auch in der Sonne aus. Ja, dann sind wir mal gespannt, was als nächstes kommt, ne? Wer? Und ich renne hier mit Badeschlappen rum. Ich habe keine kalten Füße. Rein wettermäßig ist es also so, dass wir gestern das Wetter ein bisschen gelockt haben, ja. Indem Ulrike sich eine lange Hose gekauft hat. Eine warme lange Hose. In der Hoffnung, dass sie niemals gebraucht wird. Was genau. Heute auch sehr gut hinkommt. Aber heute Abend werden wir schon wieder anziehen. Ja, natürlich. Ja, als nächstes Barrel Springs. Hey. Hier wird geblubbert. Wow. Stimmt, nicht nur blubbern, auch zischen. Wollen wir da mal reingehen? Oh, ich glaube, das ist verboten. Schwimmen verboten sozusagen. Boiling water. Boiling heißt kochen, Ulrike. Da kocht mir doch gleich der Blut, wenn ich sowas sehe. Ich muss mir mal ein bisschen an den... So ein Dampfkraftwerk, so ein kleines, könnte man hier eigentlich... Mann, was die Erde kocht, das ist ja unglaublich. Ja.